So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres im Rahmen unseres umfassenden Energiekonzepts auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Wir werden, und ich werde mich auch ganz persönlich, nicht dafür hergeben, dass wir uns auf etwas stützen, das ein Restrisiko beinhaltet, dass es einen sogenannten Blackout in Deutschland geben kann. Und deshalb, meine Damen und Herren, steigen wir nicht einfach aus der Kernkraft aus, sondern wir schaffen die Voraussetzungen für die Energieversorgung von morgen. Und genau das hat es bislang so nicht gegeben in Deutschland. Und ich sage ganz deutlich, es handelt sich um eine Herkulesaufgabe. Sehr schön, Frau Merkel. Lassen Sie Ihren Worten Taten folgen. Doch dazu später noch etwas. Zunächst möchte ich euch erstmal diesen Gentleman hier vorstellen, Herr Andrea Rossi. Wikipedia erwähnt ihn sparsam mit drei Zeilen. Geboren 1950, Mann, Italiener, Ingenieur, Erfinder, Konstrukteur, Unternehmer und bietet einige Weblinks an, unter anderem zu zwei Artikeln von Spiegel Online mit den Überschriften Herr Rossi sucht das Glück der Menschheit sowie Zweifelhafte Erfindung, Herr Rossi und sein Wunderreaktor. Auch wenn der Spiegel wieder mal wunderbare Dinge in den Dreck zieht und verzerrt, ist halt ein Zerspiegel, ändert dieses nichts an der unumstößlichen Tatsache, dass dieser Herr Rossi mit Universitätsabschlüssen in Philosophie und physikalischer Chemie etwas Riesengroßes geleistet hat. Wenn einer den Friedensnobelpreis verdient hat, dann er. Gebt ihm am besten gleich zwei oder drei davon. Worum geht es? Es geht um diesen Energiekatalysator, kurz ECAT. Dieses Gerät ist so groß wie eine Bierkiste, erzeugt autark 10 Kilowatt Strom, ausreichend zum Beispiel für einen Familienhaushalt mit zwei Kindern. Die Kosten für die Stromgewinnung belaufen sich dabei auf ca. 5 Euro pro Monat, macht 60 Euro im Jahr. Die Funktionsweise des ECAT beruht auf dem Prinzip der kalten Fusion. Man nehme etwas Nickelpulver, Wasserstoff und Katalysatoren und lässt das Ganze arbeiten. Wasserstoff- und Zinkatome fusionieren und erzeugen Energie. Wer genau wissen möchte, wie das funktioniert, kann das zum Beispiel auf der Webseite www.rainer-bautzen.de nachlesen. Mir geht es hier um den Fakt, dass diese Art der Energiegewinnung effizient und sauber ist. Anders als bei der Kernspaltung entsteht bei der Fusion kein radioaktiver Müll, keine radioaktive Strahlung. Der Energiekatalysator ist eine energietechnische Revolution. Herr Andrea Rossi hat jahrzehntelang an diesem seinem Lebenswerk gearbeitet und geforscht. Er wurde beschimpft, verspottet, gemobbt, behindert. Doch in diesem Jahr 2014 mussten 7 unabhängige internationale und renommierte Wissenschaftler aus 3 namhaften Universitäten bzw. Instituten anerkennen und bestätigen, dass diese Technologie funktioniert. Wo bleibt die gebührende Resonanz in den Medien? Kam irgendein Wort darüber in der Tagesschau? Immerhin, ein Wunder ist geschehen. Es gibt eine sensationelle Lösung des Energieproblems in Zeiten der Energiewende. Ein noch größeres Wunder ist allerdings, dass Herr Rossi überhaupt noch lebt und bis jetzt noch nicht bei einem Autounfall ums Leben kam, erhängt oder tot in der Badewanne aufgefunden wurde. Der Spiegel hätte dann bestimmt geschrieben, irrer Wissenschaftler begeht Selbstmord, weil seine Erfindung nicht funktioniert. Aber sie bewegt sich doch. Sie funktioniert ausgezeichnet, zum Entsetzen der Energielobby. Herrn Rossi darf man seine gut ausgeprägten Überlebensinstinkte nicht übel nehmen. Man weiß ja nicht, was so hinter den Kulissen passiert. Jedenfalls verkaufte er sein Patent, vielleicht übte man Druck auf ihn und seine Familie aus, an eine US-Firma. Diese scheint überhaupt nicht daran interessiert zu sein, ECAT in Serie auf den Markt zu bringen. Denn ein Gerät kostet zurzeit 1,5 Millionen US-Dollar. Richtig gehört, 1,5 Millionen. Ja, habt ihr sie denn nicht mehr alle? Seid ihr denn alle total wahnsinnig? Ein Rechenbeispiel. Wenn ich pro Jahr ca. 1000 Euro für Strom bezahle, für herkömmlichen Strom von herkömmlichen Anbietern, macht das über 100 Jahre 100.000 Euro. Die Inflation jetzt nicht mit berücksichtigt. Man muss also schon sehr buddhistisch denken, will man sich so ein ECAT zulegen. Denn erst nach 15 bis 20 Reinkarnationen, Wiedergeburten, hat sich die Anschaffung für einen selber amortisiert. 1,5 Millionen US-Dollar Kaufpreis. Die spinnen. Mit solchen Strategien werden aber vom Establishment revolutionäre Innovationen abgewürgt, anstatt sie zum Wohle der Menschheit weiterzuentwickeln und sie zu nutzen.
Hier in Deutschland weigert sich das Bundesamt für Technische Sicherheit, ICAT überhaupt erst zuzulassen. Liebe Leute, das geht doch entschieden zu weit. Wehrt euch, indem ihr euch und andere informiert. Lasst die Empörung in uns allen wachsen! Übrigens kann man den Energiekatalysator auch in größeren Maßstäben bauen, in Reihe schalten und ganze Industriekomplexe mit Strom versorgen. Mein Standpunkt. Lieber Herr Rossi, Mussolini sagte mal, hast du einen Zahn, der rumort, stopfe ihn mit Gold. Ich habe großes Verständnis für Ihre persönliche Situation. Wer möchte sich schon mit der Energielobby anlegen? Genießen Sie im Stillen Ihren Reichtum und bleiben Sie Ihrer Familie noch lange erhalten. Und Sie, liebe Frau Merkel, Sie als Physikerin müssten doch von dieser Technologie begeistert sein. Leiten Sie doch mit ICAT eine wirkliche und ernst gemeinte Energiewende ein. Machen Sie dem Bundesamt für Technische Sicherheit und der Lobby Druck, damit sich hier in Deutschland und in Europa jeder Haushalt so eine Kiste zum Preis eines Dieselstromgenerators leisten kann. Sofort können daraufhin alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden und Herr Putin kann sich sein Erdgas, naja, sonst wohin stecken. Liebe Frau Bundeskanzlerin, dienen Sie endlich Deutschland oder ist das nicht mehr Ihr Duktus? Hasta luego, Toni Engel. Thank you.